Kürzlich hat die Nationale Australische Universität die Ergebnisse eines Experiments veröffentlicht, welches dort von Professor Andrew Truscott und Doktorand Roman Kakimov durchgeführt wurde. Es handelt sich dabei um ein Delayed-Choice-Experiment, das jahrzehntelang nur als Gedankenexperiment existierte und vom Physiker John Archibald Wheeler vorgeschlagen wurde. Wheeler schlug das Experiment vor langer Zeit vor, aber es war bisher technisch unmöglich, es tatsächlich durchzuführen. Von Wheeler stammt auch die Redewendung It from Bit, was auf Deutsch sowas wie alles basiert auf Bits bedeutet. Können Sie uns erklären, worum es bei dem Experiment ging? Wie erklären Sie die Ergebnisse und was bedeutet es für Ihre My-Big-Toe-Theorie? John Archibald Wheeler ist auch dafür bekannt, den Begriff des schwarzen Lochs geprägt zu haben. Er war ein wirklich berühmter Physiker, der im Jahr 2008 im Alter von 96 Jahren starb. Einige der besten Quantenphysiker, wie zum Beispiel Richard Feynman, waren seine Schüler und er hat ein sehr produktives Leben geführt und war wirklich brillant und hoch angesehen. Some of the best quantum physicists that turned out later, such as Richard Feynman, were his students. So he was very productive in his life, a very brilliant man, very highly regarded in the community. And in the last Im letzten Drittel seiner akademischen Laufbahn als Physikprofessor kam er zur Überzeugung, dass Realität virtueller Natur ist, also auf Informationen basiert. Daher stammt auch die Redewendung It from Bit. Also It steht hier für das gesamte Universum und Bits sind binäre Informationen. He was convinced that reality indeed was just information. Wheeler war davon überzeugt, dass Realität nur aus Informationen besteht. Am besten, ich erkläre erstmal, worum es bei Wheelers Gedankenexperiment überhaupt ging. Das Experiment ist nah verwandt mit dem Doppelspaltexperiment. Es funktioniert zwar völlig anders, kommt aber zum gleichen Ergebnis. Während ich das Experiment erkläre, werden Sie merken, dass ich das gleiche Vokabular verwende wie für meine Erklärung des Doppelspaltexperiments. Also hier, das ist ein Interferometer und es besteht im Grunde nur aus zwei wesentlichen Elementen. Zum einen gibt es rechts oben und links unten jeweils einen ganz normalen Spiegel. Wenn Licht darauf trifft, wird es einfach reflektiert. Links oben befindet sich ein halbdurchlässiger Spiegel. Wenn Licht auf diesen Spiegel trifft, lässt der Spiegel die Hälfte des Lichts einfach ungehindert passieren, das wäre der rote Pfad, und die andere Hälfte wird reflektiert und nach unten auf den blauen Pfad umgelenkt. Wir haben also den roten und den blauen Pfad. Wenn man jetzt einzelne Photonen auf den halbdurchlässigen Spiegel schießt, bewegt sich die Hälfte der Photonen auf dem roten Pfad, weil sie durch den Spiegel durchfliegen, und die andere Hälfte auf dem blauen Pfad, weil sie reflektiert werden. Für diesen Versuch wurde sichergestellt, dass der rote und der blaue Pfad exakt gleich lang waren. Dadurch befinden sich die Teilchen in Phase, wenn sie rechts unten wieder aufeinandertreffen. Der Begriff in Phase bedeutet, dass beim Aufeinandertreffen ein Wellenberg auf ein Wellenberg und ein Wellental auf ein Wellental trifft. Bei dem Versuch schoss man ein Teilchen in die Versuchsanordnung, wobei es sich um ein Elektron oder genauso gut um ein Photon handeln konnte. Das Teilchen bewegt sich von links kommend in die Versuchsanordnung. Wenn aber ein Teilchen auf einen halbdurchlässigen Spiegel trifft, dann kann sich nicht die Hälfte des Teilchens auf dem roten und die andere Hälfte auf dem blauen Pfad bewegen. Teilchen wie zum Beispiel Elektronen spalten sich nicht einfach auf. In der Hälfte der Fälle bewegte es sich also auf dem roten Pfad und trifft unten auf den roten Detektor. In der anderen Hälfte der Fälle wird es reflektiert und bewegt sich auf dem blauen Pfad zum blauen Detektor. Wenn man 1000 Elektronen oder auch Photonen in den Versuchsaufbau schießt, dann landen etwa 500 im blauen und etwa 500 im roten Detektor. Die Hälfte nimmt den roten Pfad und die andere Hälfte den blauen Pfad, weil die Wahrscheinlichkeit am halbdurchlässigen Spiegel bei 50 zu 50 liegt. So half of them would follow one path, the other half was the other, because there's a probability, a 50-50 probability of whether it goes through the mirror,
half-silver mirror gets reflected by it. All right, well, that was well and understood. Now, the second part of that experiment. Wenn man sich das Ergebnis beider Detektoren genau anschaut, sieht man, dass alle Teilchen in diesem Fall an derselben Stelle auf den Detektor treffen. Auf der Y-Achse befindet sich die Anzahl der auftreffenden Teilchen und die X-Achse stellt die Position, also den Ort des Auftreffens dar. Also alle treffen an der gleichen Stelle auf den Detektor. Da dabei jedes Teilchen einen Punkt erzeugt, kann man sich das Ergebnis als übereinander gestapelte Punkte vorstellen. Wheelers eigentliches Gedankenexperiment sah beim erklärten Versuchsaufbau eine wesentliche Veränderung vor. Wheeler schlug vor, einen zweiten halbdurchlässigen Spiegel genau an dem Punkt anzubringen, wo der rote und der blaue Pfad wieder aufeinandertreffen. And he just added one thing. He put another half-silvered mirror right here, just like this one, but now it's down here. Okay. Was bedeutet das genau für den Versuch? Wenn ein Teilchen durch den ersten halbdurchlässigen Spiegel durchfliegt und es sich auf dem roten Pfad befindet, trifft es schließlich auf den zweiten halbdurchlässigen Spiegel, der es entweder durchlässt und es trifft auf den roten Detektor oder reflektiert und dann trifft es auf den blauen Detektor. Für den blauen Pfad gilt dasselbe. Am zweiten halbdurchlässigen Spiegel liegt die Wahrscheinlichkeit für Reflexion bzw. ungehindertes Durchfliegen bei 50-50. Die Wahrscheinlichkeit, auf den roten bzw. den blauen Detektor zu treffen, ist also hier auch 50-50. So now you see, each path has a 50-50 chance of being in each detector. Wenn wir dieses Experiment mit dem Doppelspaltexperiment vergleichen, wurde in beiden Experimenten die Information, welchen Pfad das Teilchen genau genommen hat, nachträglich gelöscht. Im Fall links oben, also ohne den zweiten halbdurchlässigen Spiegel, wissen wir genau, welchen Pfad das Teilchen genommen hat. Roter Detektor bedeutet roter Pfad, blauer Detektor bedeutet blauer Pfad. In diesem Fall treffen alle Teilchen an der gleichen Stelle auf den Detektor. Wir sehen also nur einen Streifen. Im Fall rechts unten mit zweitem halbdurchlässigen Spiegel wissen wir nicht genau, welchen Pfad die auf die Detektoren treffenden Teilchen genommen haben, weil die Wahrscheinlichkeit für beide Pfade bei 50-50 liegt. Diese Veränderung wirkte sich aber aufs Ergebnis aus, denn jetzt sah man auf beiden Detektoren nicht jeweils einen Streifen, sondern ein Interferenzmuster, also mehrere Streifen nebeneinander. These particles would come in here and hier habe ich ein kleines Bild, wie das Interferenzmuster aussah. Das Bild zeigt die Anzahl der Teilchen in Abhängigkeit von der Position auf dem Detektorschirm. Man kann sich das als Aufsummierung einzelner Punkte vorstellen. In der Mitte sind am meisten und zum Rand hin werden es weniger, aber sie bilden eben ein Interferenzmuster. Jedes Teilchen, das in den Versuchsaufbau geschossen wird, trifft dabei irgendwo auf den Detektorschirm, aber eben immer auf einer der dargestellten Linien. Bei genügend Wiederholungen entsteht dadurch das dargestellte Interferenzmuster. Das Bild stellt im Grunde die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion dar. Damals waren den Physikern die Ergebnisse beider Experimente bekannt. Beim Experiment links oben, wo die Pfadinformation verfügbar ist, erhält man jeweils einen einzelnen Streifen auf jedem Detektor. Beim Experiment rechts unten, wo die Pfadinformation nicht verfügbar ist, erhielt man jeweils ein Interferenzmuster. Das klingt genauso wie das Ergebnis vom Doppelspaltexperiment, aber der dahinterstehende Mechanismus ist bei diesem Experiment ein anderer. Die Physiker haben damals versucht, das Ganze folgendermaßen zu erklären. Wenn das Teilchen hier links oben auf den Versuchsaufbau trifft, dann weiß das Teilchen in diesem Moment, dass es sich um ein Teilchenexperiment handelt. Licht konnte sich nach ihrer Auffassung entweder wie eine Welle oder wie ein Teilchen verhalten. Und für Elektronen und auch andere größere atomare Strukturen sah man das genauso. Das von Niels Bohr aufgestellte Komplementaritätsprinzip besagt, dass das beobachtete Verhalten nur eins von beidem sein kann, Welle oder Teilchen, aber nicht beides zugleich. Sie sind komplementär, aber schließen sich gegenseitig aus. That's what the science said. So,
Im Versuchsaufbau links oben, wo jeder Detektor nur über jeweils einen der beiden Pfade erreicht werden kann, da hat man einen Versuchsaufbau, in dem man Teilchenverhalten beobachten kann. Man schickt ein Teilchen rein und es trifft auf den einzelnen Streifen beim roten oder beim blauen Detektor. Im Versuchsaufbau rechts unten, mit jeweils einem halbdurchlässigen Spiegel in der linken oberen und rechten unteren Ecke, ist die Pfadinformation nicht verfügbar. Die Physiker dachten damals, dass in diesem Fall das Teilchen weiß, dass es sich um ein Wellenexperiment handelt. Bei Versuchen mit nur einem halbdurchlässigen Spiegel muss es sich wie ein Teilchen verhalten, bei zwei Spiegeln hingegen wie eine Welle. Bei einem Wellenexperiment kann die Welle sich auf beiden Pfaden gleichzeitig befinden und mit sich selbst wechselwirken, wodurch dann das Interferenzmuster entsteht. Bei diesem Erklärungsversuch gibt es aber ein Problem. Es handelt sich hier um ein einzelnes Teilchen. Wie kann aus einem Teilchen plötzlich eine Welle werden, die sich auf beiden Pfaden gleichzeitig befindet? Das ist nämlich erforderlich, damit es überhaupt zu einer Wechselwirkung kommen kann. Man kann ein Teilchen, wie zum Beispiel ein Elektron, aber nicht einfach in eine Welle verwandeln, die sich dann auf beiden Pfaden gleichzeitig befinden kann. Wheeler sagte dazu Folgendes: Das Teilchen scheint so clever zu sein, dass es den Versuchsaufbau erkennt und sich im Aufbau rechts unten wie eine Welle und im Aufbau links oben wie ein Teilchen verhält. And this particle now has to be smart that it knows the kind of experiment that it's going into, which is kind of ridiculous, right? Es ist irgendwie etwas lächerlich anzunehmen, dass das Teilchen so schlau sein soll. Aber die Physiker standen mit dem Rücken an der Wand und mussten eine Erklärung für die Ergebnisse finden. Wheeler fragte sich also, wann genau trifft das schlaue Teilchen diese Entscheidung, sich wie eine Welle oder wie ein Teilchen zu verhalten? Um das herauszufinden, schlug Wheeler vor, den Spiegel in der rechten unteren Ecke erst nachträglich hineinzuschieben, nachdem das Teilchen bereits den Spiegel links oben passiert hatte. Der Versuchsaufbau ist also zunächst wie der links oben gezeigte ohne zweiten Spiegel. Dann müsste sich das Teilchen wie ein Teilchen verhalten, denn es muss sich am linken oberen Spiegel entscheiden und als Teilchen kann es nur den roten oder den blauen Pfad nehmen. Wenn es sich als Welle verhalten würde, muss es diese Entscheidung am Spiegel treffen, um beide Pfade gleichzeitig als Welle zu nehmen. It has to part go that way and part go this way so it can interfere with itself. So that decision of whether it's a particle or wave has to be made right here. Die Welle-Teilchen-Entscheidung muss also am linken oberen Spiegel getroffen werden. Ein Teilchen nimmt nur den einen oder den anderen Pfad, die Welle hingegen nimmt beide gleichzeitig. Wheeler sagte also, wir starten das Experiment und warten, bis das Teilchen den linken oberen Spiegel passiert hat. Es befindet sich dann irgendwo auf einem der beiden Pfade und dann schieben wir schnell den zweiten Spiegel unten rechts in den Versuchsaufbau, bevor es dort angekommen ist. We're going to stick that mirror in down here. So now you have to be very fast. Dabei muss man extrem schnell sein, denn das Teilchen bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, aber man darf den zweiten Spiegel erst reinschieben, nachdem das Teilchen den ersten Spiegel passiert hat. Then you want to stick this in because it's already made its decision whether it's a particle or wave at this point. Now if it Wenn das schlaue Teilchen den Aufbau links oben vorfindet, sollte es sich wie ein Teilchen verhalten und einen der beiden Pfade auswählen. Nachdem diese Entscheidung getroffen ist, steckt jemand den zweiten Spiegel rechts unten in den Versuchsaufbau. Da hat das Teilchen sich aber bereits entschieden, sich wie ein Teilchen zu verhalten. Was macht das Teilchen also jetzt? Kann das Teilchen vielleicht im Voraus wissen, dass später jemand den zweiten Spiegel einfügen wird? Das wäre ein verdammt cleveres Teilchen, das die Zukunft voraussagen kann. Das war also Wheelers Gedankenexperiment und man konnte es lange Zeit nicht durchführen, weil das nachträgliche Reinschieben oder Rausziehen des zweiten Spiegels so extrem schnell erfolgen muss. Dann haben aber ein paar sehr schlaue Physiker in Australien herausgefunden, dass sie die halbdurchlässigen Spiegel durch Doppellaser ersetzen können und dabei den gleichen Effekt erzielen. Ein Laserstrahl kann man nämlich extrem schnell an- und ausschalten und darüber so tun, als ob man den Spiegel reinschiebt bzw. rauszieht.
Die Doppellaser befinden sich also direkt dort, wo sich sonst die Spiegel befunden hätten und müssen nicht bewegt werden, sondern nur an- und ausgeschaltet werden. Auf diese Weise kann man den zweiten Spiegel hinzufügen, während sich das Teilchen bereits im Versuchsaufbau befindet. In Ihrem Experiment überließen Sie die Steuerung des rechten unteren Doppellasers einem Zufallsprozess. Das Teilchen passierte also den ersten Spiegel und dann wurde eine Zufallszahl berechnet und abhängig von der Zahl wurde der Laser rechts unten aktiviert oder deaktiviert. Was macht nun das arme Teilchen? Es trifft auf den Versuchsaufbau, erkennt, dass es sich wie ein Teilchen verhalten muss und es begibt sich zum Beispiel auf den roten Pfad. Dann wird aber plötzlich der zweite Spiegel aktiviert und das Teilchen sagt sich dann, Mist, ich habe ein Problem. Ich habe mich entschieden, mich als Teilchen zu verhalten, aber ich hätte mich eigentlich wie eine Welle verhalten müssen. Denn immer, wenn nachträglich der zweite Spiegel eingefügt wurde, zeigten die Messergebnisse ein Interferenzmuster. Wie soll aber das einzelne Teilchen, das sich bereits am ersten Spiegel entschieden hat, sich wie ein Teilchen zu verhalten, plötzlich mit irgendetwas wechselwirken, um ein Interferenzmuster zu erzeugen, wie es die Ergebnisse der Messungen bei vorhandenem zweiten Spiegel zeigen? Wenn hingegen der zweite Spiegel zunächst aktiviert war, während das Teilchen auf den ersten Spiegel trifft, dann lag ein Wellenexperiment vor. Also muss sich das Teilchen wie eine Welle verhalten und beide Pfade gleichzeitig beschreiten, um dadurch ein Interferenzmuster zu erzeugen. Wurde dann allerdings der zweite Spiegel nachträglich entfernt, zeigten die Messungen stets nur einen einzelnen Streifen und eben kein Interferenzmuster. Aber wie kann man das erklären, wenn sich das Teilchen bereits im ersten Spiegel entschieden hat, sich wie eine Welle zu verhalten? Das ist also das Experiment und es ist im Grunde sehr ähnlich wie das Doppelspaltexperiment, aber es funktioniert eben anders und ohne Doppelspalt. Das Ergebnis zeigt uns aber, dass es sich dabei nicht nur um ein Artefakt des Doppelspaltexperiments handelt, sondern dass es fundamental mit der Funktionsweise unserer Realität zusammenhängt. It works this way, just like it does in the double slit in a completely different experimental setup. Man kann also nicht länger sagen, die Ergebnisse des Doppelspaltexperiments liegen an irgendwelchen dummen Zufällen, denn bei dem in Australien durchgeführten Experiment kommt man zum gleichen Ergebnis, ganz ohne Doppelspalt. Was hat meine MyBigToe-Theorie zu diesem Ergebnis zu sagen? Naja, das Gleiche, was ich schon zum Doppelspaltexperiment gesagt habe. Es gibt keine Teilchen. Wenn man sagt, wir schießen ein Teilchen in den Versuchsaufbau und es muss sich für den einen oder den anderen Pfad entscheiden, dann entsteht durch diese Betrachtungsweise bereits ein Widerspruch. Teilchen sind keine Teilchen, sie sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Es handelt sich also nur um eine Wahrscheinlichkeit für ein Potenzial. Es gibt ein Potenzial, dass das Teilchen sich auf den roten oder auf den blauen Pfad begibt. Aber weil es sich nur um ein Potenzial handelt, kann sich das Potenzial auf beiden Pfaden gleichzeitig befinden. Die Wahrscheinlichkeit kann stets beide Pfade gleichzeitig beschreiten. Es ist also nicht so, dass Wellen beide Pfade gleichzeitig beschreiten können und Teilchen nur einen. Das Teilchen existiert einfach nicht als Teilchen. Es ist nur eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Weil ein Teilchen sich mit gewisser Wahrscheinlichkeit auf einen der beiden Pfade begeben kann, kann sich die Wahrscheinlichkeit für seinen Aufenthaltsort auf beide Pfade verteilen. Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung auf den zweiten Spiegel trifft, kann sie reflektiert werden oder auch vom Spiegel gar nicht beeinflusst werden. Die Wahrscheinlichkeiten spalten sich also am ersten Spiegel auf und interagieren am zweiten Spiegel. Das eigentliche Teilchen entsteht erst in dem Moment, wo es auf den Detektor trifft. Denn dann wird eine Messung durchgeführt, die zum Kollaps der Wahrscheinlichkeitsverteilung führt. Auf welchen Detektor trifft nun das Teilchen? Nun, wenn die Wahrscheinlichkeiten am zweiten Spiegel interagieren, führt dies zu einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, die wie diese wellenförmige Verteilung hier aussieht. Das ist nur eine Wahrscheinlichkeit als Funktion der Position. Die
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung sagt einfach etwas darüber aus, wie wahrscheinlich es ist, dass das Teilchen an einer bestimmten Stelle auf den Detektor trifft. Es gibt in diesem Versuchsaufbau keine echten Teilchen bis zu dem Moment, wo am Detektor eine Messung durchgeführt wird. Das erste Zeichen für die Existenz eines echten Teilchens ist, wenn der Detektor meldet, dass ein Teilchen auf ihn getroffen ist. Man feuert ein Teilchen in den Versuchsaufbau und einer der beiden Detektoren wird danach melden, dass er das Teilchen detektiert hat. Wenn man 1000 Teilchen nacheinander in den Versuchsaufbau feuert, wird die Hälfte auf den einen und die andere Hälfte auf den anderen Detektor treffen. Solange der zweite Spiegel aktiv ist, bilden beide Hälften dabei jeweils ein Interferenzmuster, so wie es hier dargestellt ist. Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung auf den Detektor trifft, muss sie zu einem echten Teilchen kollabieren. Wenn man die Wahrscheinlichkeitsverteilung kennt, weiß man, wie wahrscheinlich ein Auftreffen des Teilchens an einer bestimmten Position ist. In dem Moment, wo die Wahrscheinlichkeitsverteilung auf den Detektor trifft, müssen wir etwas real Existierendes messen. Dafür wird aus dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung eine Position zufällig ausgewählt und dort entsteht dann das physische Teilchen. And when it makes that random draw, it goes, okay, particle, random draw, you go here. And it puts it there. Wenn das nächste Teilchen auf den Detektor trifft, wird wieder zufällig eine andere Position ausgewählt. Man feuert immer nur ein Teilchen in den Versuchsaufbau und hinten kommt auch nur ein Teilchen wieder raus. Es wird nur beim roten oder beim blauen Detektor landen und zwar immer in einem Muster, wie es der gezeigten Wahrscheinlichkeitsverteilung entspricht. Die Erklärung meiner Mabek-Tow-Theorie für die Funktionsweise des Doppelspaltexperiments ist genau gleich. Das Ganze ist so interessant, weil Wheeler sein Gedankenexperiment vor vielen Jahrzehnten entwickelt hat. Er war davon überzeugt, dass die physische Realität auf Information basiert, was wiederum bedeutet, dass wir in einer virtuellen, berechneten Realität leben. Wheeler said this many decades ago. He was convinced that reality was information. And that means that this was a virtual computed reality. Very smart man. People should have faith. Wheeler war ein schlauer Mensch. Man hätte auf ihn hören sollen. Nachdem man sein Experiment jetzt durchführen konnte, sind die Ergebnisse genau so, wie er sie vorhergesagt hatte. Bei dem Versuch hat man manchmal auch den zweiten Spiegel rechts unten aktiviert gehabt, während das Teilchen auf den ersten Spiegel traf. In diesem Fall wusste das Teilchen, dass es sich wie eine Welle verhalten muss. Aber dann wurde der zweite Spiegel entfernt, bevor es auf ihn traf, und es musste sich plötzlich wieder wie ein Teilchen verhalten. Das Experiment funktioniert also in beiden Richtungen und Wheeler prognostizierte, immer wenn der Spiegel am Ende vorhanden war, würde man ein Interferenzmuster messen und immer wenn der Spiegel nicht da war, würde man nur einen einzelnen Streifen messen. Das Ergebnis lässt sich nur erklären, wenn Teilchen in Wirklichkeit keine Teilchen sind, denn Teilchen können sich nicht so verhalten. Deshalb ist das materialistische Realitätsmodell, nach dem alles aus Teilchen besteht, Blödsinn. A materialistic view of the world as it's built up of particles is nonsense. It does not work that way. Dieses Experiment und auch das Doppelspaltexperiment zeigen, dass der materialistische Reduktionismus, nach dem alles in unserer Realität aus Teilchen besteht und diese Teilchen sich dann zu Molekülen und schließlich zu physischen Objekten zusammensetzen, das ist einfach Blödsinn. So everything's built up of these particles. It's nonsense. Die materialistische Sichtweise ist einfach falsch. Und diese Experimente beweisen dies. Teilchen sind keine Teilchen. Tom, wie Professor Truscott sagt, ist die Messung das zentrale Element. Auf Quantenebene existiert Realität nicht, solange man nicht hinschaut. Was er mit solange man nicht hinschaut meint, ist eigentlich, solange man keine Messung durchführt. Erst durch die Durchführung einer Messung zwingt man ein Teilchen in die physische Realität. Das hängt damit zusammen, dass wir in einer virtuellen Realität leben. Unsere virtuelle Realität funktioniert genauso wie jede andere virtuelle Realität. Es gibt dabei einige grundsätzliche Konzepte, über die sich das Ganze erklären lässt. Jede virtuelle Realität besteht aus zwei aktiven und einer passiven Komponente.
Als erstes braucht man einen Computer bzw. Server, der die virtuelle Realität berechnet. Das ist die erste aktive Komponente. Dann braucht man die durch den Server berechnete virtuelle Realität. Das ist eine passive Komponente, denn das sind eigentlich nur Einsen und Nullen auf einer Festplatte. Als zweite aktive Komponente braucht man jemanden, der Entscheidungen trifft. Das ist der Spieler. Ohne ihn macht die gesamte virtuelle Realität keinen Sinn. Es gibt also einen Server als aktive Komponente, einen Spieler auch als aktive Komponente und die berechnete virtuelle Realität selbst als passive Komponente. Das sind die drei wesentlichen Komponenten. Dabei werden zwischen Server und Spieler Daten ausgetauscht. Der Spieler will zum Beispiel, dass seine Spielfigur wegläuft und der Server berechnet die virtuelle Realität so, dass die Spielfigur darin wegläuft. Oder der Spieler möchte, dass seine Spielfigur kämpft, statt wegzulaufen. Dann muss der Server die Kampfbewegungen der Spielfigur berechnen und dabei kommt die Spielfigur vielleicht zu Schaden. Dabei gibt es immer einen Datenstrom vom Spieler zum Server, wo der Spieler mitteilt, was die Spielfigur tun soll. Er trifft dabei die Entscheidung für die Spielfigur. Der Server teilt dem Spieler dann wiederum mit, welche Konsequenzen seine Entscheidungen für die Spielfigur haben. Der Server versorgt dabei aber eine Vielzahl unterschiedlicher Spieler, die alle am selben Spiel teilnehmen, mit allen Informationen über ihre jeweilige Spielfigur und alle Gegenstände, die sich im Umfeld der Spielfigur befinden, wie Bäume, Felsen, Wasser und alles andere. Der Server weiß also, wo sich alle Spielfiguren und Gegenstände innerhalb der virtuellen Realität befinden. Wenn der Spieler eine Entscheidung für seine Spielfigur trifft, schickt ihm der Server die Konsequenzen seiner Entscheidung zurück. Dann trifft der Spieler die nächste Entscheidung und erhält die nächste Antwort vom Server. Das ist ein permanenter Dialog zwischen Spieler und Server. Die eigentliche virtuelle Realität selbst entspricht nur Einsen und Nullen auf einer Festplatte. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass der Server nur dann Informationen über Ereignisse in der virtuellen Realität an den Spieler schickt, wenn irgendwas für die Spielfigur Relevantes passiert. Solange sich keine Spieler in die virtuelle Realität einklinken, braucht der Server auch nichts berechnen und keine Daten verschicken, weil sich keine aktiven Teilnehmer in der virtuellen Realität befinden. Der Server muss nur an aktive Spielerdaten verschicken. Wenn sich aber alle Spieler aus der virtuellen Realität ausloggen, läuft der Server nur im Leerlauf und berechnet gar nichts, weil nichts in der virtuellen Realität geschieht. Sobald sich wieder ein Spieler in die virtuelle Realität einloggt und seine Spielfigur gegen einen Baum laufen lassen will, schickt er das Kommando an den Server: Lass meine Spielfigur in Richtung Baum rennen. Dann schickt der Server Daten an den Spieler, die beschreiben, wie die Spielfigur gegen den Baum knallt und sich vielleicht dabei verletzt. Erst in dem Moment, wo der Spieler vom Server Informationen über die virtuelle Realität fordert, und wir könnten auch sagen, dass der Spieler eine Messung durchführt, erst dann schickt ihm der Server die entsprechenden Daten. Der Server verschickt keine Daten, solange keine Spieler eingeloggt sind. Die Spieler sind dabei zum Beispiel im gerade beschriebenen Experiment die Physiker, die eine Messung durchführen wollen. Wenn die Physiker dabei in der virtuellen Realität den Versuch aufbauen und Teilchen abfeuern, dann existieren diese Teilchen zunächst nur als potenzielle Teilchen im Raum von Wahrscheinlichkeiten. Erst wenn das potenzielle Teilchen auf einen Detektor trifft und jemand Daten von dem Detektor erwartet, muss der Server Daten über ein am Detektor gemessenes Teilchen erzeugen, weil die Spieler diese Daten angefordert haben. Dabei geht es um die Themen Bewusstsein, Doppelspaltexperiment und das Messproblem, weil erst durch eine Messung fordert ein Spieler vom Server Daten über das Messergebnis an. Der Spieler fordert Informationen an. Er lässt zum Beispiel seine Spielfigur gegen einen Baum laufen und erwartet vom Server eine Antwort über die Folgen seiner Handlung. Im beschriebenen Versuch gibt es Detektoren. Da fordert der Spieler die Information an, wo genau das Teilchen auf den Detektor trifft. Dann antwortet der Server: Genau dort ist das Teilchen gelandet.
Erst wenn der Spieler Daten anfordert oder man eine Messung durchführt, schickt der Server eine Antwort. Und solange keiner Daten anfordert, hat der Server nichts zu tun. Alle Spielfiguren sitzen sonst nur rum und tun gar nichts, weil ohne dass Spielfiguren etwas tun, müssen auch keine Daten über eventuelle Veränderungen für sie berechnet werden. Now there's another interesting thing, and that is that in this triad of in dieser Dreiergruppe von aktivem Spieler, aktivem Server und passiver virtueller Realität muss eine Bedingung erfüllt sein. Der Server und der Spieler müssen sich beide im gleichen Realitätssystem befinden. Damit der erforderliche Datenaustausch zwischen beiden möglich ist, müssen sie sich in derselben Realität befinden. Datenaustausch kann nicht über die Grenzen von Realitätssystemen hinaus erfolgen. Zwischen zwei Realitätssystemen kann man nicht einfach ein Kabel zum Datenaustausch verlegen, denn aus Sicht des einen Realitätssystems ist das andere Realitätssystem nicht physisch. Deshalb müssen sich Server und Spieler im gleichen Realitätssystem befinden. Das bedeutet, dass jemand, der World of Warcraft spielt, sich in derselben Realität befinden muss wie sein Computer. In unserer Realität wäre der Computer eben ein Server, der irgendwo in einem Rechenzentrum steht und die World of Warcraft-Realität berechnet. Der Spieler, der vor seinem Computer sitzt, entspricht in diesem Fall dem Bewusstsein der Spielfigur, die sich in der virtuellen Realität befindet. Genauso wie es das Bewusstsein des Physikers ist, das die Entscheidung zum Aufbau des Wheeler-Experiments getroffen hat, und sein Bewusstsein fordert auch die Messdaten des Detektors an. Wir haben ein Teilchen in den Versuchsaufbau geschossen und wissen, es muss nach einigen Mikrosekunden am anderen Ende bei einem der beiden Detektoren wieder rauskommen. Okay, Computer, sag uns, wo genau das Teilchen auftrifft. Basierend auf der Wahrscheinlichkeitsverteilung wählt der Server den Ort aus, wo das Teilchen auf den Detektor trifft, und er meldet dem Spieler, genau da ist es auf den Detektor getroffen. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion sieht genau so aus, weil es zwei Pfade gibt und es deshalb zu Wechselwirkungen zwischen beiden Wahrscheinlichkeiten kommt. Es gibt zwei Möglichkeiten am ersten Spiegel und zwei Möglichkeiten am zweiten Spiegel. Die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion ergibt sich aus den möglichen Pfaden an jedem der beiden halbdurchlässigen Spiegel. Es handelt sich also um Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen. Es ist wichtig dabei zu verstehen, dass sich Server und Spieler im selben Realitätssystem befinden müssen. Wir wissen auch, dass sich weder der Spieler noch der Server innerhalb der virtuellen Realität befinden können. Die besteht nämlich nur aus Nullen und Einsen. The neat thing is that we know that the server and the player have to be in the same reality. We also know that the virtual reality, the ones and zeros on the hard drive, okay, that reality cannot contain the player or the server. Der Server kann sich nicht innerhalb der von ihm selbst berechneten virtuellen Realität befinden, weil sich eine Simulation nicht selbst berechnen kann. Die Spielfigur wird deshalb niemals den Server innerhalb der virtuellen Realität finden, denn es ist der Server, der diese Realität erst durch seine Berechnung erzeugt. Der Server muss sich also in einem anderen Realitätssystem befinden. Das Gleiche gilt für Spieler und Spielfigur. Die Spielfigur kann niemals den Spieler, der die Entscheidungen für sie trifft, innerhalb der virtuellen Realität finden. Der Spieler muss sich außerhalb der virtuellen Realität befinden, und aus Sicht der Spielfigur ist der Spieler nicht physisch, genauso wie der Server für die Spielfigur nicht physisch ist. Beide sind nicht physisch, weil sie sich nicht innerhalb der virtuellen Realität befinden können. Die virtuelle Realität ist nur ein Haufen aus Einsen und Nullen auf einer Festplatte. Die virtuelle Realität selbst ist nicht lebendig. Der Spieler hingegen, der das Bewusstsein der Spielfigur darstellt, der ist lebendig und er hat eine interaktive Verbindung zum Server. Wir Menschen leben in einer virtuellen Realität. Mit wir meine ich unseren Körper. Unser Bewusstsein hingegen muss sich in einem anderen Realitätssystem befinden. Bewusstsein kann nicht durch ein Gehirn erzeugt werden. Das wäre genauso, wie wenn die Spielfigur den Spieler erzeugen würde. Die Spielfigur erzeugt aber nicht den Spieler, der vor seinem Computer sitzt. Genauso wenig kann die Spielfigur den Server erzeugen. Wir erzeugen also genauso wenig unser Bewusstsein, wie die Spielfigur den Spieler erzeugt.
wenn Sie vor Ihrem Computer sitzen und mit der Maus Ihre World of Warcraft-Spielfigur steuern, dann ist es etwas albern zu glauben, die Spielfigur im Computer würde dabei Sie als vor dem Computer sitzenden Menschen erzeugen. Sie sind in diesem Fall das Bewusstsein der Spielfigur. Sie treffen die Entscheidung und Sie tauschen Daten mit dem Server aus. In unserer Realität haben wir diese physischen Körper, die genauso sind wie die Körper einer Spielfigur in einem Computerspiel. Unsere Interaktionen innerhalb unserer virtuellen Realität basieren auf den Regeln, die durch die physikalischen, biologischen und chemischen Gesetze festgelegt sind. Dass Wasser den Berg runterläuft und wir nicht 6 Meter in die Luft springen können, entspricht eben den hier geltenden Regeln in Form von physikalischen Gesetzen. Unser Bewusstsein kann sich aber nicht innerhalb dieses Realitätssystems befinden. Es muss sich in einer Realität befinden, die aus unserer Perspektive nicht physisch ist. Für die Spielfigur erscheint nur die World of Warcraft-Realität mit ihren Bäumen und Felsen physisch zu sein. Der Spieler, der die Spielfigur steuert, ist aus Sicht der Spielfigur nicht physisch. Genauso wie der Server, der die virtuelle Realität berechnet, für die Spielfigur nicht physisch ist. Der Spieler, also unser Bewusstsein, ist aus Sicht unseres physischen Körpers nicht physisch. Auch der Computer, der unsere virtuelle Realität berechnet, ist für uns unsichtbar, also nicht physisch. Das muss so sein, so sind virtuelle Realitäten. Unser Spieler ist also einfach Bewusstsein. Unser Bewusstsein trifft die Entscheidungen. Das größere Bewusstseinssystem muss sich im selben Realitätssystem befinden wie unser Bewusstsein. Das größere Bewusstseinssystem entspricht dabei dem Computer, auf dem unsere virtuelle Realität berechnet wird, und es befindet sich im selben Realitätssystem wie unser Bewusstsein. Zwischen unserem Bewusstsein und dem größeren Bewusstseinssystem findet der Datenaustausch statt. Wir in dieser virtuellen Realität mit unseren Körpern stellen nur eine Berechnung dar, die auf den geltenden physikalischen Gesetzen basiert. Das wiederum erlaubt unserem Bewusstsein, Entscheidungen zu treffen, die je nach Qualität der Entscheidung entweder zur Weiterentwicklung oder zur Degeneration führen. Wir befinden uns also selbst in einer virtuellen Realität, die einen Entropiereduzierungs-Bewusstseinsentwicklungstrainer darstellt. Aus dieser Perspektive machen die ganzen Dinge auf einmal Sinn. Die einzigen Daten, die der Computer ans Bewusstsein schicken muss, sind Antworten auf vom Bewusstsein getroffene Entscheidungen. Welche Folge hat diese oder jene Entscheidung? Ohne Entscheidung werden auch keine Daten gesendet. Deshalb gibt es das Messproblem. Ohne Messung existiert auch kein physisches Teilchen. Bis zur Messung existieren nur Wahrscheinlichkeiten. Durch die Messung wird, wie Physiker sagen, der Kollaps der Wellenfunktion, also einer Wahrscheinlichkeitsfunktion, ausgelöst, und der Kollaps erzeugt dann das physische Teilchen. Dabei schickt der Server dem Bewusstsein Daten, die das Ergebnis des Experiments definieren. Es muss sich dabei um ein virtuelles Ergebnis in einer virtuellen Welt handeln. Dann finden die Physiker ein Teilchen im Detektor. So fügt sich alles sinnvoll zusammen.